Kummerbrummer. A wie Abersager, L wie Rückwärtsrenner, E wie Ewigpenner, N wie Nienigbürger. Das ist sie nicht! Was ist sie dann? Karin in Action! Sie hat Fun! Hallo! Das war ja ganz cool beim Turnen. Aber ich wollte schon immer mal wissen, wie das beim Trampolinspringen so ist. Wenn man Trampolin springt, hat man das Gefühl zu schweben. Und natürlich will ich das unbedingt mal ausprobieren. Und das sind meine beiden Trainer. Christian Pöllert und Manni Schwedler. Dann fangen wir mal an, oder? Hüpf ich mal eine Runde. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen ja erstmal, du hast ja jetzt schon eine halbe Stunde Gymnastik gemacht. Ne? Deswegen fühlt sich auch wahrscheinlich schon recht wohl und weich. Gymnastik? No? Halbe Stunde haben wir ja schon gemacht, ne? Ach so, ja, ja. Haben wir schon gemacht. Halbe Stunde Gymnastik, wie immer vom Sport. Jetzt bist du auf unserem Trampolin. Hier in der Mitte ist das Rote Kreuz. Da gehe ich drauf. Ja, der Manni sagt immer, dass wir hoffentlich nicht brauchen werden. Wieso nicht? Ja, das Rote Kreuz, wenn man das braucht, dann ist man verletzt. Alter Trampolinspringerwitz. Genau. Genau. Schön. Okay. Dann siehst du in der Mitte den Kasten. Man soll immer versuchen, möglichst in dem Kasten zu bleiben. Aha. Beim Hüpfen gleich. Und man springt immer mit Gesicht entweder zu der Matte oder zu der anderen Matte, damit man nicht neben das Trampolin auf die schönen Weichböden springt, die zwar da sind, aber nur für den Notfall. Na dann los. Zehen zeigen immer, wenn es geht, nach unten in der Luft. Wenn man ganz oben ist, sind die Arme ganz oben. Und wenn man ganz unten ist, sind sie ganz unten. Ja. Das ist schon Multitasking. Mann. Wow, ein bisschen schwebe ich schon. Wenn du später mal noch viel höher springst, dann Ziel ist immer, auf dem Kreuz zu bleiben. Dann muss man natürlich in der Luft, sonst wird es ja langweilig, immer irgendwas machen. Und das Erste, was man lernt, ist eine Hocke. Sehr gut. Und das Zweite, was man lernt, ist eine Grätsche. Das sieht aber schön aus, wie du das machst. Aber bei mir ist es auch nicht so schlecht, oder? Kurze, kurze Pause. Und die nutzen wir, um uns anzuschauen, wie Trampolinspringen richtig funktioniert. Darf ich vorstellen? Vladi Kozhok. Bis zu 7 Meter springt er hoch und dreht sich dabei zigmal um die eigene Achse. Irre. Jetzt bin ich wieder dran. So, das nächste, was kommt, ist ein Sitzsprung. Na, da springt man auch ganz normal. Und dann setzt man sich hin und steht wieder auf. Und setzt sich wieder hin, steht wieder auf. Ist das gemütlich? Sie will hin? Ja, ist ganz weich, ist wie auf dem Sofa. Aber ganz so leicht ist es auch nicht. Auch beim Trampolin ist Körperspannung ganz, ganz wichtig. Arme nach oben, zur Seite, nach oben. Aufsetzen und nach oben die Arme. Sehr schön. Hoch und schön. Das macht Spaß. Aufsetzen nach oben. Aufsetzen und nach oben. Ja, perfekt. Arme nach oben, Bauch zum Mann. Sehr schön. Jetzt das Ganze noch mit einer Drehung beim Aufstehen. Hey, ich fliege. Ein bisschen zumindest. Sehr schön. Hey, Manni und Christian sind nicht nur meine Trampolinlehrer, die sind richtige Schauspringer. Die Flying Bananas! Manni und Christian waren früher mal Vize-Weltmeister am Trampolin. Jetzt sind sie so etwas wie Trampolin-Clowns und machen lauter artistischen Unsinn. Schaut euch bitte mal diese Konstruktion an. Ist das nicht genial? Ein Turnschuh, eine Butterdose und ein Fallschirm dran. Aber irgendwie riecht's nicht nach Wurst. Da hast du Käse drin, ne? Hahaha. Marmelade. Wie kommst du denn auf sowas, bitte?
Tja, das weiß ich auch nicht mehr genau, aber jetzt ist fertig. Ist auf jeden Fall cool. Ja, habt ihr denn noch eine Banane frei bei euch? Ja, wir hätten noch Platz für eine... Manni, haben wir noch Platz? Ja, natürlich. Wir brauchen immer eine freiwillige Banane. Da bin ich. Bist du. Ja. Ja. Du hast jetzt erstmal nichts anderes zu tun, als dich auf deinen Rücken zu legen. Auf dieses rote Kreuz. Wunderbar. Genau. Entspannt. Bitte oder ganz entspannt. Jetzt zeigen wir einen Trick. Dieser Zaubertrick heißt die schwebende Karre. Ja. Ui. Was wird das denn jetzt? Also fast schon gar nichts mehr passieren. Abracadabra! Simsalabim! Und Abracadabra! Nein, nein. Oh, Simsalabim! Jawohl! Spitzentrick! K wie Kummerbrummer, A wie Abersager, L wie Rückwärtsrenner, E wie Ewigpenner, N wie Niedigbürger. Das ist sie nicht! Was ist sie dann?